Peters mein Name. Hallo, Bremen. Bin ich da bei WTD 91 in Meppen? Ja, wunderbar, ja. Ja, super. Hi, ich wollte mal fragen. Also, ich bin hier in Bremen und Ihr Qualm, der ist hier auch ganz rübergezogen. Und ich bin jetzt schon seitdem krank. Das ist 100 Kilometer entfernt. Ja. Was soll das? Also, ich kann nicht arbeiten. Mir ist ein Date geplatzt. Ich liege hier einsam im Bett. Ich finde es irgendwie... Warum haben Sie denn da das scheiß Moor in Brand gesteckt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe das nicht gemacht. Sie haben das nicht gemacht? Ja, so, ne? Nee, ach so. Das ist halt... ich wollte es einfach mal... Vielleicht können Sie das da jemanden ja ausrichten. Irgendwie, dass halt hier wirklich weit entfernt auch Leute darunter leiden. Ich bin da halt durch den Qualm gefahren. Ich wollte zum Sport fahren und... Na, das war also 21 Uhr rum und es ist 100 Kilometer entfernt, ja, und danach ging halt gar nichts mehr, ne? Und seitdem halt. Ja, ich hoffe das, also ich hatte halt schon die Vermutung, ob da vielleicht auch so geheime Kampfstoffe oder sowas vielleicht bei Ihnen irgendwie mit im Spiel waren oder so, weil es fühlt sich halt echt nicht nach einer normalen Erkältung an. Das hoffe ich mal sehr, für die ganze Region hoffe ich das. Ja, genau. Also wenn Sie das vielleicht mal irgendwen da ausrichten könnten von den verantwortlichen Munitionstechnikern oder was, die sollen das bitte nicht nochmal machen. Es ist nicht gut für niemand. Ja, danke, dass Sie mir zugehört haben. Ja, bitte. Schönen Tag noch, ciao. Tschüss. So.